ich schneide mich nie an. Also Sie brauchen keine Angst haben. Ich bin ein bisschen gläubig und sage, es ist bestimmt ein anderer, wann ich abzuleben habe. Und, ja. Der hat das vorgesehen. Ich glaube, es steht schon fest. Deshalb wäre es mir am liebsten, wenn man geboren wird und auf dem Rücken steht, wenn man abzuleben hat. Würden Sie das gerne wissen? Na klar, dann könnte ich das ja vorbereiten. Meine lieben Mitarbeiterinnen, meine lieben Mitarbeiter, ich habe mich gefreut, dass ich 54 Jahre mit Ihnen so angenehm zusammenarbeiten durfte, in guten und in schwierigen Zeiten. Ganz besonderen Dank. Ich werde all die Jahre und Jahrzehnte nicht vergessen. Die Fußstapfen sind sehr, sehr groß und werden sicherlich auch nicht zu füllen sein. Ich habe auch Demut vor der ganzen Aufgabe, aber ich denke, man muss es auch mit einem bisschen positiven Mindset angehen. Er kann schon auch loslassen und er muss auch jetzt loslassen. Sie müssen wissen, ich bin ein Egoist und ich sitze jetzt nicht hier, um Ihnen was Gutes zu tun, sondern ich sitze hier als Egoist, weil ich weiß, wenn ich das rede, was allgemein auch vielleicht gehört wird, kann es nur zum Vorteil von Trigema sein. E-Mail an. Stammkunde seit 20 Jahren. Ich schreibe keine E-Mails. Das tue ich mir nicht an. Das diktiere ich. Also wenn Sie mir eine E-Mail schicken, dann wird die mir ausgedruckt. Vielen Dank für Ihre E-Mail. Ich brauche keinen Computer. Ich habe eine Ahnung, was drin ist. Ich mache die gesamten Dispositionen für die Produktion mit ausgedruckten Listen. Und dann diktiere ich in das Band. Das habe ich aber immer schon gehabt. Weil ich ja immer Briefe nicht selber schreibe, sondern diktiere. Also gut, mein Mann ist natürlich noch in einer Generation groß geworden, in dem es also eine Sekretärin auch gibt. Und da war eben das Diktat selbstverständlich. Ist ja auch mal eine Persönlichkeitsfrage und jeder ist ja anders. Und ich denke mal, mein Vater macht es anders wie sein Vater oder sein Großvater. Und so geht es nach Generation und vielleicht auch nach Typ oder auch nach Geschlecht. Ich glaube, es ist ganz wichtig, auch den Wandel der Zeit mitzugehen. Egal ob in der eigenen Arbeitswelt oder auch nach außen hin. Zum Beispiel müssen wir, das ist eine Veränderung, die kommen muss, auch leider vielleicht kommen muss, müssen wir unseren Werbespot abändern, weil da ist natürlich jetzt mein Vater drin. Herr Grupp, Trigema stellt sich neu auf. Das ist richtig. Ich werde die Verantwortung an meine Tochter und meinen Sohn übergeben. Und für dich haben wir uns auch schon etwas Neues überlegt. Der Affe wird bleiben. Mahlzeit. Frau Bonanno, grüß Gott. Alles klar bei Ihnen? Ja, alles wunderbar. Gut. Ist das bei Ihnen auch? Ja. Alles wunderbar. Ja, natürlich. Sehr schön sieht es aus, ja. Toll. Und Ihnen geht's also gut? Prima. Wie es einem alten Mann geht. Ach nee, das ist doch nicht zu der Sage. Also, alles Gute. Danke, ciao. Also meine Mutter, mein Vater, meine Schwester, älteste Schwester, mein Bruder, wir haben alle bei Trigema gearbeitet. Es gibt ja Firmen, da kennt man ja die Chefs ja gar nicht. Die befinden sich, was weiß ich wo, in Amerika oder wie auch immer. Unsere Chefs sind hier im Haus. Unser Chef hat uns auch schon die gesetzliche Lohnerhöhung gegeben, das ist okay. Unser Chef belohnt praktisch die Mitarbeiter, die wo nicht krank sind oder krank waren, indem er uns einen Gutschein gibt von 50 Euro,
jeden zweiten Monat, wo ich mehr wie richtig finde. Wenn man 40 Jahre Jubiläum hat, da wird man dann vom Familie Krupp eingeladen. Meine lieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, meiner Familie und mir ist es heute eine ganz besondere Freude, Sie anlässlich der Ehrung unserer 40-jährigen Jubilare auf das Herzlichste begrüßen zu dürfen. Also, Herr Kleibers, bei Ihnen ist es leichter, Sie haben Gewehr. Jawohl. Bitte schön. Dankeschön. Herzlichen Dank und auf die nächsten 20 Jahre. Bitte schön. Ich hatte überhaupt kein Problem mit der Gewerkschaft, weil wir keine hatten. Wir haben keine Leute entlassen, wir haben garantierte Arbeitsplätze gehabt. Und dann kam das Gesetz, als kurz nachdem ich in der Firma war, dass man einen Betriebsrat haben musste. Und kein Mensch wollte, Gott, ist keiner gekommen, hat gesagt so und so. Ja, und dann hat die Gewerkschaft von draußen irgendwo eine Näherin eingeschleust, die sich bei uns beworben und die hat dann einen Betriebsrat gefordert. Und dann habe ich gesagt, ich muss die guten Leute bitten, in den Betriebsrat zu gehen, damit sich nicht Leute aufstellen lassen, die sonst nichts zu sagen haben. Herr Schoser, wie lange sind Sie? Sie sind bei uns? Ja. 45. 45. 45 Jahre. Er ist Betriebsrat. Nein, er ist Betriebsratsvorsitzender. Aber da hat er das Regiment. Ich habe ihm neulich ein Schreiben gezeigt und das musste der Betriebsratsvorsitzende sollte das unterschreiben. Da hat er gesagt, so geht es bei uns zu. Herr Grupp, das ist kein Problem. Ich brauche es gar nicht lesen, sondern schreibe ich. Was soll ich Schlechtes sagen? Wenn die Firma schlecht wäre, dann wäre ich nicht 45 Jahre da. Ich habe immer gerne bei der GEMA gearbeitet. Der Herr Grupp, der hat ja mich als junger Mann hat er mich gefordert und ja, sein Vertrauen in mich gesetzt und von daher war das immer schön. Die wissen, dass sie das öffentlich bringen, ne? Sagen die meine Sünden nicht so laut. Jungingen, Freitagabend. Paule hat's geschafft. Mit seiner Hilfe. Und die CDU ist auf mich zugekommen, damals, weil ich immer bekannt war, dass ich meinen Mitarbeitern ein gutes Verhältnis hatte und hat gesagt, Herr Grupp, wir wollen diesen Landtagskandidaten haben. Und der andere aus Reutlingen, das war der Herr Götz, den müssen wir überstimmen. Können Sie nicht ein paar Mitarbeiter überreden, in die CDU einzutreten? Und dann bin ich durch die Reihen überall gegangen. Wollen Sie Mitglied werden? Dann könnten wir zusammen die Wahl machen und mal den Bollerdinger, Stefan Mautz, der war ja der Sohn unseres früheren Prokuristen, den zum Dings machen. Da bin ich durchgegangen und habe gesagt, wenn Sie mitmachen, der Antrag liegt im Sekretariat. Dann habe ich innerhalb von ein paar Tagen 120 Mitarbeiter gehabt, die Mitglied wurden in der CDU. Die Trigema-Belegschaft kommt geschlossen in geschacherten Bussen. Vorher hatte der Chef noch ein Abendessen in einer Wirtschaft spendiert. Entschuldigung, darf ich Sie was fragen? Sie sind ja von Trigema. Wie lange sind Sie denn schon in der CDU? Darüber sprechen wir nicht, oder? Nein, kein Kommentar. Wurde jetzt eigentlich im Betrieb geworben? Nein, in dem Sinne nicht. Ich habe es manchen gesagt und die Leute sind von selbst gekommen und haben gesagt, es interessiert uns. Ich werde auch einen Politiker nicht bitten, etwas für uns zu tun. Deshalb hat die Nominierung mit Geld und Macht nichts zu tun. Sondern es ist einfach eine Sache, die wir als Patrioten für Bollerdingen eben mal machen. Politik hat mich nie interessiert. Wenn man zu mir kommt
und mich fragt, und selber theoretisch könnte man es ja auch, verstehen Sie, dann spricht es ja nicht gegen mich, sondern spricht es ja für mich. Dieses Vertrauen der Mitarbeiter in meine Person und so weiter. Und das, da bin ich stolz, dass ich sage, die haben mir geholfen. Ich habe den Mitgliedsbeitrag übernommen und so weiter. Und so machte die Burladinger Belegschaft eben mal einen neuen Kandidaten. 459 zu 416 Stimmen. Ohne die Trigema-Voten wäre nichts gelaufen. Da hat man mich kritisiert in der Öffentlichkeit. Sie können es ja lesen irgendwo. Kritisiert und ich war das und jenes. Und ich sag, bin ich eigentlich besoffen? Und die, die mich geholt haben, haben mich nicht verteidigt. Ja, die haben den Schwanz eingezogen. Die haben ja immer dann mal gesammelt für Parteispenden. Und nichts. Ich habe viel Geld gespart. Aus! Ich komm hierher. Genau. Entschuldigung. Das kriegt man. Hier vorne hin? Rechts von der Frau oder links? Rechts von Ihrer Frau. Rechts von meiner Frau. So, hier zwischen uns. Nein, rechts. Ist rechts? Da, wo du ja. Meine Eltern waren sehr streng in gewissen Dingen und waren sehr großzügig. Eine Anweisung der Eltern nicht zu befolgen, hätte es nicht gegeben. Mein Großvater, er war ein Unternehmer, der die Firma positiv führte, aber der vor allem auch seine Mitarbeiter immer entsprechend positiv behandelt hat und ein Miteinander forciert hat. Und vielleicht habe ich das von ihm auch ein bisschen übernommen. Mein Großvater kannte ich als einen ganz ehrenwerten Mann, der vor allem wusste ich, dass er von seinen Mitarbeitern hoch geschätzt wurde. Er war überall geachtet. Dass ich einer Näherin auf dem Schoß sitzen durfte, ich durfte im Büro für eine Faktoriermaschine, da durfte ich drauf tippen. Und dann haben die Mitarbeiter gesagt, du gibst mal den Juniorchef. Mein Großvater ist 56 gestorben, mit 60 Jahren, ich war 14. Und ich erinnere mich noch an seine Beerdigung. Ich sag mal, da standen die Leute, die Mitarbeiter Spalier vom Werk bis zum Friedhof, also Kilometer. Und jeder hatte einen Kranz in der Hand und das war Spalier, weil er sehr viel Anerkennung hatte. Meine schlimmste Zeit war ja die Internatszeit. Ich war getrennt von meinem Elternhaus und das war meine schlimmste Zeit. Er war ja im Jesuitenkolleg oben in St. Blasien. Da hat er bloß sehr unter Heimweh gelitten. Und da hat er mal, als ich ihn in den Ferien abgeliefert habe, sozusagen, da hat er zum Chauffeur gesagt, du könntest doch noch bei mir bleiben. Im Schlafhaus ist noch gerade ein Bett frei. Und in der Schule ging es dann auch ein bisschen Latein lernen, könntest du auch noch. Und so war das immer sehr schwierig, bis wir wieder nach Hause konnten. Er ist im Auto nachgesprungen, muss ich sagen. So hat er Heimweh gehabt. Also seine Mutter war sehr, sehr gutmütig und hat ihn wirklich gut behandelt. Sehr gut. Ich bin Georg Strangemann, bin ein Unternehmer in Bremen und auch international. Und ich habe eine ganz alte, gute Freundschaft zu Wolfgang Krupp, den ich schon über 70 Jahre kenne. Ein Studiensaal umfasste 80 Schüler. Das waren zwei Klassen, immer zwei Pulte nebeneinander. Er saß neben mir und da hatte er auch Schokolade gehabt. Und er war also extrem präzise. Der hatte eine unheimliche Ordnung, wie viele Rippen da waren und dies und das. Und dann brach er eine ab und dann hat er da immer ein Buch geführt. Der hat das immer alles aufgeschrieben. Ich hatte so Listen da, hatte eine Schokolade raus, hat er die abgehakt. Das ist ja ein ganz altes Kloster mit dieser Domkuppel. Und in dieser Riesenanlage hatten wir Verstecke. Wolfgang war ja mehr, das war ein Braver so, der so Streiche und so, das war nicht sein Ding. Ich habe meine Pflicht erfüllt und ich hätte von zu Hause aus, wäre es
undenkbar gewesen, dass ich als Sohn meiner Eltern eine Klasse nicht bestehe. Der Vater war sehr stringent. Er hat auch, wenn er was sagte, und der Vater fand das nicht gut, kam der gleich mit einer Entscheidung, sagen, was du da erzählt hast, so doll ist das nicht. So, also er respektierte den, aber da war immer zwischen seinem Vater und ihm war immer ein Spannungsverhältnis. Ich musste dort lernen, mich durchzusetzen, mich anzupassen, durchzusetzen, damit ich nicht untergehe. Ich musste mich anpassen, damit ich auch Freunde hatte. Das Internat war die Selbstdisziplin, die Selbstverantwortung hat mir das Internat schon als Kind, als 10-, 11-Jähriger sozusagen nahegebracht. Er war diszipliniert, hat sich an die Ordnung gehalten und hat die bestehende Ordnung für sich voll ausgenutzt. Überall, wo er eine Chance sah, für sich was zu machen, das hat er gemacht. Das ist eine ganz typische Haltung für ihn. Er spricht nämlich immer mit den Händen und Armen. Er hat später natürlich sehr schöne Feste gemacht. Da bin ich auch immer eingeladen gewesen. Und da muss ich sagen, da waren auch sehr nette junge Mädchen dabei, wo er die alle aufgegabelt hat, weiß ich auch nicht. Und er war natürlich bei denen auch umschwärmt. Damals war ich so 17, 18, 19. Da habe ich mit Freunden eben, war ich im Tennisclub und da haben wir Tennis gespielt. Und da haben wir dann den Herrn Grupp ab und zu gesehen, wenn er gekommen ist zum Spielen. Mein Name ist Rosi Steinberg, wohne in der Nähe von der Firma Trigema. Bin seit 1999 im Gemeinderat in der Fraktion der Freien Wähler. Seit 4, 5 Jahren bin ich stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt Burladingen. Wir waren junge Frauen oder ja, Mädchen. Wir haben ihn halt nur angehimmelt, dass da ein gut aussehender, gepflegter junger Mann eben kommt, der Herr Grupp. Ich war nie aufdringlich. Ich hatte auch parallel mehrere Bekannte. Wenn ich in Frankfurt war, dann hatte ich in der Nähe, ist die mit mir auf das Fest. Und wenn ich das Wochenende da eingeladen war, dann habe ich die aus Frankfurt oder aus Hamburg oder aus Stuttgart. Also ich war immer so, ich habe mich nicht gebunden. Sie waren alle hinter ihm her. Mit denen ist er dann mal nach Monaco gefahren und so. Und er hatte ja damals immer so einen schönen Sportwagen gehabt, so einen Austin Healey. Wie er die dann so behandelt hat, also das fand ich persönlich nicht so gut. Er bestimmte sagte, nix, jetzt gehe ich jetzt erstmal Tennis spielen, kannst zugucken. Ob die das gut fand oder nicht gut fand oder so, das interessierte ihn nicht. Die Mitarbeiter haben ja sozusagen irgendwo im Hintergrund verlangt, dass ich nun mein Luxusleben in Köln als Student, der vieles hat und die Firma Probleme hat, dass der endlich mal kommen soll. Ich war ja dann 27, als ich kam. Er hat sie ja übernommen, da ging es ihr ja nicht so gut. Deswegen hat er wahrscheinlich auch so spät geheiratet, weil er hat seine ganze Energie in dieses Geschäft gesteckt. Die Kaufhauskönige, Versandhauskönige fingen an, ihre Aufträge nach Asien zu geben. Sein Vater, der hatte immer diese Opa-Unterhemden mit so Knöpfen hier. Und die lagen alle oben auf dem Boden bei denen, am Fabrikboden oben. Das war voll bis oben hin mit diesen Opa-Hemden. Und dann hat er die gefärbt mit Batik. Und das war mit einmal ein totaler Renner. Ich habe gesagt, 8 D-Mark. Das war damals viel. Ein Unterhemd kostete 2,50 oder 2,80. Aber ich wusste, das war ein bisschen aufwendig. Und da haben wir die geliefert. Und daraus hin wurden Hunderttausende, was wir dann. Dann ging das in der Branche rund. Verstehen Sie? Und so ist das. Das heißt, entscheiden, das Gespür zu haben, dass man etwas hat, was begehrt ist.
Preisverhandlungen mit Trigema, die sind schon immer nicht ohne. Also da ist er wirklich knallhart. Da geht es also wie in die Kundenzähre. Mein Name ist Andreas Merkel, bin Geschäftsführer bei der Firma Otto, schon seit mittlerweile 23 Jahren. Trigema ist ein Kunde für 100% gesponnene Baumwolle, Garne und Zwirne. Also hier haben wir eine Palette mit Garnen, wie wir sie an Trigema ausliefern. Das ist einerseits besonders langlebige Textilien, bringt, zugleich aber auch einen schönen, weichen Griff der Ware hat. In erster Linie ist der Grupp auch sehr egoistisch. Das sagt er ja von sich selber. Er ist total egoistisch und will da als Unternehmen den bestmöglichen Preis haben. Den fordert er ein und ich denke, den bieten wir auch. Ja, ich trinke ja natürlich kann ich, stoße ich an mal oder so, aber ich war nie in meinem Leben betrunken, ob Student nicht und nie. Und ich könnte jederzeit nach jeder Einladung, auch nachts, nach Mitternacht, das Auto selber fahren, weil ich alkoholmäßig, das ist nicht meine Welt. Es ist natürlich schwierig in 20 Minuten. Ich habe ja normal eine Stunde eine Ansprache. Aber ich musste da ein paar Punkte, nehme ich halt raus, die ein bisschen gerne gehört werden, das weiß ich. Als ich in die Firma kam, 26 Textilfabriken in Burladingen selber. Und 25 sind Konkurs gegangen. Aber nicht, weil der Standort Deutschland schlecht war, sondern weil die Unternehmer den Wandel der Zeit nicht erkannt haben. Haben wir tatsächlich noch einen Rechtsstaat oder ist der Anständige längst der Dumme? Haben wir jetzt kein Gewitter mehr? Fünf. Gut. Also tschüss. Die Sie hier sehen, es steht hier Datum, Uhrzeit. Ich muss ja den, man muss ja am Landratsamt melden, die Abschüsse und so weiter. Mhm. Und hier ist immer überall dokumentiert, am 1.10.17. Ich kann nachgucken und sagen, das war damals so oder so. Es war nicht kalt und so. Ich sage so halt, wie ich es empfunden habe. Mhm. Und dann, wie schwer er war und was weiß ich und was es war, wie Blattschuss, das sind also alles tödliche Schüsse. Auch wenn ich einen Hirsch geschossen habe oder einen Bock geschossen habe, das ist ein Erlebnis. Nicht das Töten, sondern das ist schön. Ich führe nicht nur die Jagdtagebücher, ich habe mein ganzes Leben in Alben festgehalten. Das geht zurück bis zu meiner Studentenzeit. Das ist jetzt 64, da war ich 22. Und das geht aber weiter, da habe ich ja noch mehr. Und dann gucke ich das nach. Das war in den 80er Jahren, also Erinnerungen wachzurufen. Und das sind ja schöne Erinnerungen. Ein schwäbischer Unternehmer in seiner Freizeit. Sein Name Wolfgang Grupp, sein Hobby die Jagd. So Willi, jetzt was doch mal aus. Fast jedes Wochenende verbringt der erfolgreiche Textilfabrikant in seinem Jagdhaus im Allgäu. So, jetzt kommen die Rüben noch.
Leonard, hast du die Rüben? So sieht ihn seine Belegschaft nur selten. Wolfgang Grupp, Mitte 40, Junggeselle, hat auch in seiner Freizeit das Kommando. Das ist jetzt alles, das habe ich gebaut, diese Wege, da war kein Weg. Die Jagd ist nicht das Schießen, sondern die Jagd ist die Natur. Ich bin ein großer Naturfreund. Und das gehört alles dazu. Da sind, das gehört alles bis jetzt da hinten rauf, überall. Tolle Natur, ein Wild zu beobachten und draußen zu sitzen und zu atmen in der Natur nach der Hektik im Geschäft. Bei diesem Auerhahn, als ich den geschossen habe, habe ich meine Frau kennengelernt. Dann sind wir zu dem Jäger gegangen, vom Baron von Holläufer. Und dann hat er uns noch zu einer Tasse Kaffee eingeladen, zu sich ins Haus. Dann kam ihm ich auch dazu. Ich war ja lange Junggeselle. Und man war immer, wenn man irgendwo eingeladen war, hat man sich nach den Fräuleins erkundigt. Und mein Mann war eben damals, muss man wirklich sagen, er hatte, glaube ich, so ein hellbeiges Jackett an, eine rote Krawatte und ein grünes Einstecktuch. Das war natürlich in meiner grau-grünen Steiermark, war das dann schon etwas exotischer. Ich habe immer gesagt, egal wie alt meine Frau ist, wie alt ich bin, meine Frau, wenn ich heirate, muss Anfang 20 sein. Und sie war, als ich sie kennenlernte, 19. Wie ich ihn das erste Mal gesehen habe, habe ich gesagt, sieht ein bisschen aus wie ein Kakadu. Ja, so. Aber es war dann nicht so was wie Liebe auf den ersten Blick oder so? Die gibt's ja nicht. Das ist ja Blitzkratz. Wenn Sie mir gefallen, dann will ich Sie jetzt mal, lade ich Sie ein. Ja, er hat mich zu einem runden Geburtstag in das Hotel Rolands Eck nach Bonn eingeladen. Und da sind wir dann zum ersten Mal ausgegangen. Am Schluss hat sie gesagt, als sie zu Hause war und gefragt wurde, wie war's, dann hat meine Frau gesagt, einen solchen Spinner habe ich noch nie erlebt. Wie ich ihn das zweite oder dritte Mal dann getroffen habe, ich habe immer gewusst, er wird mein sicherer Hafen sein. Sie hat Medizin studiert, hat ihr medizinisches Vorexamen gemacht. Und da habe ich sie abgeholt, dann in Graz. Und dann sind wir durch einen Tunnel gefahren. Und dann habe ich gesagt, Elisabeth, jetzt hast du ja dein Physikum gemacht und alles. Jetzt könnten wir uns verloben. Darf ich Sie nun bitten, das Glas zu erheben? Und auch meine Verlobte Elisabeth mit mir anzustoßen. Mit 21 haben wir uns verlobt und am Hochzeitstag hatte sie ihren 22. Geburtstag und ich war 46. Dann weiß ich noch, wir sind hier mit der Kutsche aus dem Park gefahren und sind runtergekommen und es musste niemand mehr die Straße sperren, weil einfach links und rechts die Leute gestanden sind. Und ehrlich gesagt war ich dann leicht überfordert, ja, weil ich mir das einfach nicht so vorstellen konnte. Also es war der Rathausplatz voll mit Menschen, Kinder, die gratuliert haben. Und wir, ich glaube aber auch mein Mann hat sich das in diesem Ausmaß, die Herzlichkeit der Menschen hier zu sehen, die Freude auch, das war sehr schön. Ja, das war ein beeindruckendes Erlebnis, eine wunderschöne junge Frau, die er da in der Kutsche sitzen hatte, ja. Und haben alle bloß gehofft, dass es funktioniert. Seid ihr beide bereit, als christliche Eheleute eure Aufgabe in Ehe und Familie, in Kirche und Welt zu erfüllen? Ja. Wir wussten, dass wir eine Familie gründen wollten. Wir wussten einfach, dass und mein Mann natürlich ein Vollblutunternehmer ist. Also war es natürlich für mich einfacher zurückzustecken als für ihn. Und es ist ja nicht so, dass ich dann nicht jetzt auch meinen Job gefunden hätte. Zeigen Sie es einmal vielleicht nochmal durch.
Okay, ja, so. Und dann sag ich immer, ich mache den Arm immer gern von oben so. Ja. Und dann müssen sie es oben reinstecken. Genau, gern. Ja, ja, ja. Und dadurch, dass es jetzt einfach diese langen weißen Wände sind, ist es auch. Oh, super. Und es hält. Und dann weiß eben auch die Kundin, dass sich die Unterwäsche hier drunter befindet. Dadurch, dass ich ja zweimal im Jahr die ganzen Verkäufe bereise, weiß ich dann ja auch schon, wo muss was hin, wie müssen wir das hängen. Das weiß ich nicht mehr. Ich würde. Wir machen es Ihnen gerne auf, Frau Pintermann, oh, Sie ist dem Herrn kurz auf. Ja. Ich sage immer, jede Arbeit hat etwas Schönes. Und man findet auch in jeder Arbeit. Man lernt nette Leute kennen. Man hat einfach, wie gesagt, auch hier den Kontakt zu den Kunden. Also es fehlt mir nichts in meinem Leben. Obwohl ich vielleicht mein Studium aufgegeben habe, aber es fehlt mir nichts. Ja. Das ist ja immer noch die Firma meines Mannes. Und im Zweifelsfall ist es mein Mann, aber im nächsten Fall ist es auch mein Chef. Und wenn ihm etwas nicht passt, dann muss ich es ändern. Also das hat jetzt nichts mit Kontrolle zu tun, es hat einfach mit einer Rückversicherung zu tun. Passt oder passt es nicht? Da habt ihr ja genug. Ja. Also die habe ich jetzt auch schon zurückgenommen. Nee, weil das wundert mich, dass da so viel da ist. Oh, schönen guten Tag. Schön, dass Sie da sind, dass man Sie mal Persona hier sieht. Wir haben das neu gemacht. Ja, ich habe das schon mitgekriegt. Hat meine Frau gesagt, ich müsste jetzt kommen. Da ich folge, wie das so für Ehemänner normal ist, bin ich gekommen. Ich musste natürlich auch die gleiche Leistung bringen, die die Mitarbeiter bei uns auch in der Firma bringen. Also wenn ich nicht, ich sage immer wieder, geliefert hätte oder auch mein Mann nicht mit meiner Arbeit zufrieden gewesen wäre, dann hätte er mich wahrscheinlich nicht 35 Jahre in der Position gelassen. Wie die Kinder dann auf die Welt gekommen sind, war das ein ganz nettes Kompliment meines Mannes. Ich habe damals zu ihm gesagt, also nachdem die Kinder relativ kurzzeitig nacheinander gekommen sind, ich bleibe jetzt mal zu Hause. Und dann hat er zu mir gesagt, Elisabeth, du kriegst das beste Kindermädchen der Welt, aber bleib bei mir in der Firma. Und das war für mich dann damals schon der kleine Ritterschlag. Ja, kommst du jetzt? Ja, sind wir schon fertig? Ja, du kommst jetzt dran. Ja. Gut. So, jetzt. Also wir hatten immer eine Absprache, wenn ich jetzt zum Beispiel geschäftlich unterwegs war, um einen neuen Verkauf einzurichten, dann war mein Mann zu Hause. Und umgekehrt galt das Gleiche. Wenn er weg war, war ich da. Wenn wir auch mal Gesprächsbedarf hatten, auch als wir zum Beispiel im Internat waren oder so, wir konnten sie jederzeit erreichen. Haben sich auch immer die Zeit genommen, wenn wir Ferien hatten, dass sie für uns da waren. Also ich denke, wir hatten eine sehr glückliche Kindheit. Du spielst mit uns, du tanzt mit uns, du teilst auch unsere Sorgen. Und wenn du uns ins Bettchen bringst, dann freuen wir uns auch morgen. Ich hatte vor dem Nikolaus Angst. Ich wusste, dass meine Kinder auch natürlich Respekt, Nikolaus und Knecht Rupprecht und was weiß ich, alles und so weiter. Natürlich kann ich einen Fremden, wir haben auch Fremde gehabt, ja. Aber ich habe auch gesagt, den mache ich mal selber. Ich sehe so schlecht, ich bin ein alter Mann. Wer ist das? Die Mama. Die Mama, war sie auch brav? Er kritisiert uns, er gibt uns auch seine Linie vor. Möchte auch, dass wir seiner Linie dann immer folgen, was wir vielleicht nicht immer machen. In Burladingen gibt es auch zwei brave Kinderlein. Seid ihr das vielleicht? Ja. Mir war immer wichtig, dass sie ein Ziel vor Augen haben. Egal, welches Ziel sie machen. Wir haben ihnen immer alle Freiheiten gelassen. Wir haben sie auch immer in all ihren Aktivitäten unterstützt. Aber sie wussten immer, dass sie Leistung bringen müssen, dass sie eben auch Ergebnisse abliefern. Und ich glaube, das wissen sie bis heute. Struktur, denke ich, ist wichtig. Und ja, einfach auch mit offenen Augen so durch den Betrieb gehen, aber auch durch gewisse Bereiche, die einen auch extern betreffen. Natürlich, ich denke, eine gewisse Nervosität hat man vor jedem Auftritt. Aber es ist so, dass natürlich, desto öfter die Fragen kommen, desto routinierter man die Fragen hört,
desto einfacher ist es dann natürlich auch. Aber es sind ja auch immer unerwartete Fragen teilweise dabei oder auch vom Publikum. Und da ist es dann, ja, ist es manchmal nicht ganz so einfach. Ich schätze an den Kindern generell, dass sie ihre Pflicht erfüllen, dass man sie auf sie verlassen kann, sie auch einen gewissen Ehrgeiz haben. Das sind natürlich Themen, die wir natürlich intern auch immer besprechen und die wir natürlich auch vorher, wenn wir die Themen wissen, in der Familie besprechen. Was können wir da noch sagen? Und natürlich ist man nervös davor, aber, ja, aber Trainings an sich hatten wir für den Bereich nicht. Applaus. Da hat sie sich auch sicherlich einiges von ihrem Vater abgeschaut. Sie hat ihn ja auch auf Vorträgen begleitet. Wenn man sieht, wie sich beide auf Vorträge vorbereiten, also mein Mann sich auf einen Vortrag vorbereitet, heißt ja, er spricht über Made in Germany und Unternehmertum in Deutschland. Dann kommt meine Tochter, die dann, sage ich jetzt, auch wieder mehr so die Nachhaltigkeit macht. Wir sind natürlich aktuell, es gibt gewisse Labels, die sagen, sie möchten eben auf Made in Germany setzen, sie möchten die Nachhaltigkeit unterstützen und eben auch, wo wir sagen, wir haben natürlich ein Produkt, was auch höherpreisig ist, die Qualität muss eben stimmen. Ich habe mit Ihrem Vater vorgestern auch darüber gesprochen, wie er so das Rollenbild sieht von Mann und Frau. Und da würde mich Ihr Standpunkt interessieren, wie Sie dazu denken. Gut, ich denke mal, dass sich die Standpunkte natürlich über die Generationen ändern. Und da weiß mein Vater auch, dass ich da ein bisschen anderer Meinung bin. Wobei, ich denke, meine Familie hat einen hohen Stellenwert. Aber heutzutage ist es ja nicht mehr so, dass nur die Frau sich dann drum kümmert, sondern dass man da auch gewisse Kompromisse findet im Familienleben. Aber ich denke, da kommt es einfach auch auf die Generation drauf an, wie man geprägt ist. Alles Gute zu deinem Geburtstag. Gell? Viel Glück, dass du brav bleibst. Also ich würde sagen, unsere Eltern oder ja, waren immer schon Vorbild für mich. Also sage ich mal, erstens mal Vorbild, wie sie miteinander umgehen und ja, auch uns als Kinder, sage ich mal, immer schon mit in den Berufsalltag mit eingegliedert haben. Wir waren einer der ersten, der Computer durch ist jetzt ein Band, wo die einzelnen Abteilungen das heißt, was sie gemacht hat. Das war früher mit den Mitarbeitern als kleines Kind war ich im Büro so und da ist man mitgewachsen, sage ich mal. Und irgendwie war es immer mein Wunsch, ein Teil dieser Firma irgendwann sein zu dürfen. Und da sieht man dieses Verantwortungsthema eher als positive Pflicht an, das auch weiterzuführen, aber nicht als Last, ja, so, sondern weil man macht es ja gerne. Hallo, morgen. Hallo. Das ist Herr Ring, unser technischer Leiter. Mein Vater, Papa. Herr Bürgermeister. Was sind unsere größten Herausforderungen in den nächsten Jahren, wenn wir sagen, klar, wir haben Bedingungen, dass ein starker Konsumeinbruch kommen wird. Da sagen wir natürlich, okay, da müssen wir mit arbeiten, das ist jetzt, sage ich mal, normal. Aber dann natürlich zwei Themen sind Energiewende, also da sehen wir eine sehr große Herausforderung, plus gleichzeitig Fachkräftemangel. Ja. Das ist rein notfallstechnisch. Ich bin ein Produkt meiner Eltern und sehr viele Dinge, wie ich sie angehe, wie ich sie mache, habe ich rein von meinen Eltern gelernt. Ich glaube, so lange arbeiten wir jetzt schon zusammen, dass natürlich sehr viele Ähnlichkeiten sind. Ich glaube, man darf auf keinen Fall eine Kopie werden. Ich glaube, das ist ganz, ganz schwierig und das wird es auch nicht sein. Ich weiß gar nicht, da habe ich da was dazu gegeben. Wir sprechen sicherlich auch innerhalb der Familie sehr viel drüber, über Themen wie Herausforderungen. Aber ich glaube, was unser Vater uns vorgelebt hat und was wir auch immer leben, ist einfach tagtäglich die Probleme anzusprechen und dann auch versuchen, eine Lösung zu finden. Die Firma hört ja nicht an der Eingangstür auf, sondern die Firma ist ja auch immer mit am Tisch als quasi fünftes Familienmitglied. Es gibt immer Höhen und Tiefen in der Familie, aber ich glaube, die muss man auch durchstehen können. Die Kinder wussten immer, sie können sich auf uns verlassen und wir wissen aber, dass wir uns auch auf sie verlassen können. Früher bin ich oft immer in die Firma gegangen und es hat mir immer gefallen dort. Und seitdem möchte ich eigentlich immer schon das machen, was der Papa auch jetzt macht. Da uns es ja beiden zusteht, muss sich halt einer entscheiden. Und kommt halt darauf an, wie man sich entscheidet. Aber schon, ich würde auch gerne machen. Mal gibt es Differenzen, aber wir sind uns immer füreinander da. Wir kommen sehr, sehr gut miteinander aus. Deswegen war auch diese Entscheidung, wie wir es jetzt machen, auch nicht so schwierig für uns, weil wir da auch keinen Neid gegenseitig haben. Und
das, glaube ich, zusammen, das funktioniert auch gut. Das ist auch ein großes Glück. Mein Sohn ist sicherlich eher noch der Zahlenmensch. Meine Tochter ist sicherlich auch jemand, die Kommunikation nach außen trägt. Wir verstehen uns gut und wir können es uns auch durchwegs vorstellen. Er geht gerne in die Hauskapelle, um einfach sich zu besinnen, um einfach den Tag dann wieder beginnen zu können. Das Ave Maria ist für mich sehr bedeutend, weil es an meiner Hochzeit gesungen wurde und sehr ergreifend war. Meine Frau und meine Kinder, jeden Morgen sind die mit eingeschlossen in mein Gedenken oder in ein Gebet. Ich hatte kein so schwieriges Leben und habe damit auch sehr viel Verantwortung mit auf den Weg bekommen. Und ich bin der Meinung, dass wir irgendwann doch nach dem Leben zur Verantwortung gefragt werden und vielleicht Rechenschaft ablegen müssen. Er hat ja schon ein Areal auf dem Friedhof gekauft. Aber wo man das beschlossen hat, ob er das kriegt oder nicht, war er da. Da musste ich ja melden, ja, wenn du dafür oder dagegen bist. Ja. Und er stand vor meiner Tür. Was hat er dann gesagt? Nichts, er hat gegrinst und ist gegangen. Ich finde, das passt zu ihm. Er weiß, wo er nachher mal hinkommt. Das ist alles geregelt. Ja. Gut. Ich nehme dich immer zur Rechten. Nein, nein, das ist so. Meine lieben Mitarbeiterinnen, meine lieben Mitarbeiter. Wie Sie gehört bzw. gelesen haben, übergebe ich nunmehr nach 54 Jahren als persönlich haftender Geschäftsführer und Inhaber meine Firma Trigema Inhaber W. Krupp e.K. an meine Frau Elisabeth, meine Tochter Bonita und an meinen Sohn Wolfgang. Und nochmals ganz herzlichen Dank für über ein halbes Jahrhundert, dass ich mit Ihnen zusammen sein durfte. Also meine Mutter, meine Schwester und ich werden alle drei Gesellschafter in der Firma sein. Meine Schwester und ich auch in der Geschäftsführung. Wir haben das innerhalb der Familie beschlossen und ich denke, das ist auch ein guter Weg. Und ich habe zusätzlich noch die persönliche Haftung. Das heißt einfach aber auch nur, dass wir einfach gesagt haben, okay, eine Person, wenn es dann spitz auf Knopf kommt, muss auch die finale Entscheidung haben. Damit ist er auch, sage ich, Geschäftsführer und meine Tochter ist aber gleichzeitig als Gesellschafterin in der Geschäftsführung tätig. Genau, wir sind gleichberechtigte Geschäftsführer. Ich weiß nicht, was alles auf Sie zukommt. Nun müssen Sie diese Problematik erkennen und rechtzeitig gegensteuern. Und das werden Sie auch machen. Die können wir auch, ich bin ja da. Zuallererst wollen Bonita und ich dir, lieber Papa, danken, dass du uns das Vertrauen schenkst, dein Lebenswerk in unsere Hände zu legen. Mein Mann wird nicht aufs Traumschiff gehen. Ganz loslassen ist schwierig, wenn man etwas seit über 50 Jahren macht. So, du gehst hier ein bisschen in die Richtung stehen, bitte. Möchten Sie? Bitte schön. Ein Abschnitt ist im Leben vorbei und jetzt geht's vielleicht in die letzte Runde.